Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie wir mit Magix ein Video erstellen und dazu kostenlos und vor allem legal gute Musik bekommen. Gut, Magix ist geöffnet, wir werden ein neues Projekt erstellen. Ich nenne es Test und dann geht es schon los. Wir sehen nun verschiedene Fenster. Hier haben wir das Fensterprojekt, ganz wichtig, hier wird der Film hineingezogen. Hier haben wir dann die Projektablage und hier oben drei Fenster, wo wir die Dateien von unserem Computer haben, die wir dann auch in einem Fenster voranschauen können und schon die ersten Bearbeitungen durchführen können. Ich habe schon ein Video ausgesucht, dieses Video nehmen wir und ziehen wir mal in die erste Zeile hinein. Jetzt sehen wir, dass auch im zweiten Fenster ein Bild da ist. Das ist immer das Fenster, das mir mein aktuelles Projekt zeigt. Das erste Problem, das wir hier sehen, ist, dass unser Bild verkehrt ist. Passiert heutzutage sehr häufig durch die Handys, dass man die einfach nicht korrekt hält. Aber wir können Gott sei Dank den Film bearbeiten. Dazu klicken wir hier in der Timeline auf den Film, gehen auf Effekte und hier auf Videoeffekte und können, nein, Bewegungseffekte, tut mir leid, und können hier mit Rotation und Spiegelung einstellen, wie wir unser Bild drehen wollen. Das ist ein sehr tolles Feature, denn sehr oft sind Fotos und Videos nicht so, wie man es haben möchte. Gut, nun können wir uns das Video hier anschauen, selber die Geschwindigkeit bestimmen. Mir persönlich gefällt es nicht, dass ich jetzt da zu sehen bin. Daher werden wir hier das Video zerschneiden mit dieser Funktion. Nun habe ich zwei Filme, die komplett ineinander übergehen, aber sie sind getrennt und ich kann den einen Part sofort rauslöschen. Das ist mir lieber. Gut, dann habe ich den Rest herinnen und jetzt da müssen wir die Musik holen. Eine tolle Webseite für Gratismusik ist jamento.com. Ich habe es schon eingegeben. Diese Webseite bietet 390.000 Titeln zum Downloaden, zum Teilen und zum Streamen und vor allem, wir dürfen sie weiter verwenden. Hier können wir, ich habe mir schon eine Musik ausgesucht. Wir gehen auf Download und sehen hier kostenloser Download und es ist kostenfrei und legal für die private Nutzung. Die Datei habe ich nun heruntergeladen und mir in meinen Importordner im Magix gezogen. Hier ist sie schon von Jill Zimmermann und die ziehe ich jetzt einfach rein in die zweite Timeline und der Film ist fürs Erste eigentlich fertig. Wir testen nun einmal den Film. Gut, wir hören schon, dass wir das Hintergrundrauschen vom Originalfilm haben und die Filmmusik, die wir ausgesucht haben, das ist natürlich schlecht. Daher haben wir hier sehr einfache Möglichkeiten, die Musik zu stoppen oder unterschiedlich laut einzustellen. Wir werden einmal für diese Timeline hier den Sound überhaupt ausschalten und nur unsere gewünschte Musik abspielen. Wir testen es wieder. Klingt schon ganz gut. Das Problem, was wir hier zu Schluss sehen, ist, dass die Musik natürlich viel länger ist. Das würde bedeuten, dass der Film dann einfach mit schwarzem Bild weiterläuft. Das wollen wir nicht. Wir werden jetzt da bis zum Ende zurückfahren, ganz einfach per Maus zu handhaben. Und wir haben ein gleiches Ende. Soweit, so gut. Es ist fertig. Zum Abschluss muss der Film exportiert werden. Hierzu empfehle ich das MP4-Format. Die Einstellungen sind eigentlich standardmäßig absolut okay. Damit exportieren und dann
ist der Film auf der Festplatte verfügbar und ihr könnt ihn auch auf YouTube hochladen. Tschüss, Baba. You traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire.